Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil in unserer Reihe Die Welt nach Corona. Eigentlich ist es ja noch eine Welt mit Corona und heute möchten wir uns mit dem Thema beschäftigen, Desinformation in Zeiten dieser Pandemie. Ich bin Eugenia Stambuliev, ich bin Medienphilosophin und forsche an der University in Plymouth. Ich darf das Gespräch heute wieder im Auftrag der Grünen Akademie führen und ich möchte ganz herzlich André Wolf vom Verein Mimikama vorstellen heute und meinen Gesprächspartner. Und ich würde ihn auch gern bitten, dass er kurz vielleicht was zu seiner Arbeit erzählt und dann würden wir mit den Fragen loslegen. Hallo André. Hallo, also mein Name ist André Wolf, ich arbeite für den Verein Mimikama. Der Verein Mimikama ist ein Verein gegen Internetmissbrauch, gegründet in Wien im Jahre 2011. Ja, und unsere Arbeit besteht darin, Nutzerinnen und Nutzern auf Social Media oder im Internet zu helfen, wenn sie auf Falschmeldungen prallen, wenn sie auf Inhalte stoßen, die sie nicht so ganz verstehen können. Und wir leisten dann halt Hilfestellung, wie man halt Falschmeldungen erkennt, beziehungsweise verifizieren oder falsifizieren Inhalte. Okay, super. Danke dir. Gleich zu einer mehr oder weniger grundsätzlichen Frage. Am 10. Juni hat die EU-Kommission einen Bericht veröffentlicht, eine Mitteilung, die sich nennt Fakten statt Fiktion. Und darin gehen sie ganz speziell auf Desinformation im Kontext von Covid-19 ein. Jetzt ist in dem Bericht kommt zum Beispiel vor, dass nicht immer alles, was schädlich, illegal oder als Desinformation gilt, auch faktisch falsch ist. Jetzt würde ich dich bitten, dass du uns vielleicht eine Differenzierung gibst zwischen was sind Falschmeldungen, was sind Fake News vielleicht auch und Desinformationen und ja, wie kann man diese Begrifflichkeiten auch voneinander unterscheiden? Wir haben ja seitdem Donald Trump an der Regierung in den USA ist, diesen gruseligen Begriff Fake News auch in Europa mittlerweile. Wir selbst nutzen ihn sehr ungerne, weil Fake News ist ein Begriff, der sehr schwammig genutzt wird, der sehr viel beschreibt, aber letztendlich nur einen gewissen Punkt darstellt. Also Fake News an sich ist A, einmal eine Sache der Verbreitung, also er bedient sich der partizipativen Kulturen auf Social Media, das ist ganz wichtig. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was sind das für Begriffe, die dahinter stecken. Also beispielsweise, wenn eine Journalistin oder eine Journalist schlecht arbeitet, nicht gut recherchiert oder oberflächlich recherchiert, ist das noch nicht gleich Fake News. Oder wenn sich ein Politiker hinstellt und brüllt, You are Fake News, hat das nichts mit Fake News zu tun, dann ist das eher schlechte Politik, die er oder sie führt. Nein, wir kommen in den Bereich von Fake News erst dann, wenn jemand ganz bewusst Inhalte manipuliert, ganz bewusst wider besseren Wissens, also wirklich desinformiert und natürlich Inhalte frei erfindet, um andere ja von irgendwas zu überzeugen. Erst dann sind wir in dem Bereich von Fake News. Beispielsweise, wenn Zeitungen ein Fehler, eine klassische Zeitungsente, wie man immer gesagt hat, begeht und am nächsten Tag schreibt, oh Entschuldigung, wir müssen hier was korrigieren, gestern haben wir was falsch gesagt, heute haben wir die Richtigstellung, hat das nichts mit Fake News zu tun, sondern es ist dann einfach ein handwerklicher Fehler. Es ist sogar eine positive Fehlerkultur letztendlich und das muss man davon deutlich abgrenzen. Und gibt es dann auch noch Unterschiede zum Beispiel zu der strategischen Desinformation oder wenn man Dinge dann also ausweitet, also seht ihr das in Beziehung zueinander oder sind es dann einfach Fake News-Kampagnen, die im Großen dann zum Beispiel geführt werden und dann spricht man von Desinformation? Hier sind das natürlich jetzt Detailfragen. Es sind in gewisser Form schon Fake News-Kampagnen, aber sie sind nicht zwingend Fake News, sondern politische Manipulationen sind nicht immer zwingend Fake News. Also hier muss man wirklich deutlich unterscheiden, mit welcher Intention etwas betrieben wird. Wenn ich bewusst falsch, auch mit Hilfe von falschen Darstellungen, andere Menschen ja missinformieren oder desinformieren möchte, ist das schon ein Bereich der Fake News. Nur kann man natürlich hier immer noch im Detail weiter genau differenzieren. Würdet ihr jetzt aus eurem Arbeitsalltag heraus und aus deiner Erfahrung, aus der täglichen Erfahrung in den letzten Monaten feststellen können, dass sich besonders jetzt in dieser Krisenzeit, die ja nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch informationspolitisch zu sehr viel Chaos geführt hat, würdet ihr sagen, dass solche Momente besonders gewisse Desinformationsstrukturen fördern oder verbreiten? Und als Nebenfrage vielleicht dazu, wie wird sowas dann ideologisch vielleicht von undemokratischen Kräften, Akteuren oder Kanälen auch ausgenutzt?
Wir haben während der Corona-Krise mehrere Phänomene beobachten können. Zum einen, dass viele Falschmeldungen auf einem kurzen Zeitraum aufgetaucht sind, gleichzeitig auch sich radikalisiert haben. Wir haben Eskalationsstufen festgestellt. Also anfangs zur Corona-Krise gab es Kettenbriefe, es gab Behauptungen, Munkeleien, irgendwelche Geschichten, die verbreitet wurden, die man noch recht einfach erklären konnte, wo man recht einfach sagen konnte, okay, das ist jetzt falsch, das andere ist richtig. Das Ganze hat sich dann gesteigert, dass auf einmal sehr viel Desinformation betrieben wurde, dass speziell konträre Wissenschaftlermeinungen eingeholt wurden und die gegensätzlich auch so dargestellt wurden, wo man nicht so einfach mehr sagen konnte, das eine ist fake, das andere nicht, sondern wo man genau analysieren musste. Letztendlich seit Anfang April konnten wir beobachten, dass unwahrscheinlich viele Verschwörungslegenden aufgetaucht sind, die beispielsweise teilweise völlig absurd sind und auch skurril sind, die trotzdem angenommen wurden, weil Menschen für die Situation gerne eine Erklärung haben wollten, weil man einen Plan dahinter vermuten wollte oder haben wollte. Denn das taucht häufig auf in Krisenzeiten, dass man sich an irgendetwas festhalten möchte. Und das bieten dann halt Verschwörungslegenden. Dementsprechend haben wir das auch genau beobachten können. In einer vierten Stufe haben wir dann gesehen, dass diese Verschwörungslegenden bewusst geschürt und auch gepusht wurden und dann letztendlich in die Realität übertragen wurden, sodass Menschen auf der Straße entweder andere Menschen, Sicherheitskräfte beispielsweise angegriffen haben oder dass gerade sehr verbreitet die 5G-Verschwörungslegenden, dass halt 5G-Masten angezündet wurden oder Telekommunikationstechniker bedroht und angegriffen wurden. Das ist halt diese nächste Stufe oder diese vierte Stufe. Und da wurde natürlich auch politisch mitgezündet aus dem Hintergrund. Man weiß nicht immer genau, wer da mitmacht und wer da spielt, aber es geht natürlich gerade in Europa, die demokratischen Strukturen auch zu schwächen und dementsprechend mit Hilfe von Verschwörungslegenden die Demokratie auch anzugreifen. Ja, haben wir etwas über das Problem gesprochen. Jetzt würde mich als nächstes natürlich interessieren, wie kann man Internetnutzer Instrumente in die Hand geben, damit sie mit sowas besser umgehen können? Also was wäre jetzt eure Idee oder wie ist eure Arbeit dahingehend, dass man eben Lösungsansätze findet, wie man damit umgeht mit diesen Desinformationskampagnen oder auch Fake News oder Falschmeldungen? Unser Ansatz ist natürlich grundsätzlich immer ein wenig bildungsromantisch. Das heißt, wir setzen tatsächlich auf Bildung, auf freiwillige Bildung, ganz klar. Es ist nicht schwer, die Methoden oder die Mechanismen des Internets und auch von Social Media zu erlernen, zu verstehen, beziehungsweise auch Erzählstrukturen zu verstehen und zu erlernen. Also wir setzen immer daran an, dass man sich erst selber kennen muss. Wer bin ich auf Social Media, also mein digitales Ich? Wie funktioniert das? Wie sehe ich im Netz aus? Welche Möglichkeiten habe ich, beziehungsweise welche Möglichkeiten haben andere, um mich zu manipulieren? In einem zweiten Schritt erklären wir, wie diese Geschichten funktionieren. Also wir sprechen davon Narrativen und auch vom Framing. Also wie wird ein Bedeutungsrahmen erschaffen, der mich persönlich ja aufgreift, der mich mitnimmt, sodass ich zu einem bestimmten Thema sofort eine Meinung habe. Im dritten Schritt zeigen wir natürlich, dass man immer genau dahin schauen soll, wer steckt hinter einer Information? Wer hat die abgeschickt? Wer steckt hinter einer Webseite? Dann ist es wünschenswert, beziehungsweise zeigen wir gerne, wie Suchmaschinen funktionieren. Das ist ein ganz besonders wichtiges Instrument, dass man Suchmaschinen vernünftig bedienen kann, aber auch auf der anderen Seite natürlich die Gefahren erkennt. Also Suchmaschinen können natürlich auch manipulativ in gewissem Sinne sein. Gleichzeitig aber auch über Suchmaschinen und über die Filter und letztendlich die Bildersuche erkennen kann, wo der Ursprung einer Mitteilung beziehungsweise eines Bildes steckt, sodass man genau vergleichen kann, okay, dieses Bild, dieser Inhalt, der mir vorliegt, passt das oder hat das jemand manipulativ angewendet, um mich vielleicht zu manipulieren? Jetzt gibt es ja auch immer wieder Initiativen, wie zum Beispiel in Schulen, also in einigen Ländern auch in Europa, wie in Finnland, wird ja Medienkompetenz in der Schule unterrichtet als Fach. Was hältst du davon oder wie sinnvoll kann sowas sein, wenn man schon sehr früh ansetzt? Grundsätzlich sind wir bei Mimikama ein großer Freund von Bildung in der Schule natürlich. Daneben natürlich auch Bildung im Erwachsenenbereich, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber Fächer wie Media Literacy, wie das hier schon teilweise angedacht sind,
ist natürlich recht wichtig, dass Jugendliche verstehen, wie Internet und Social Media funktioniert, dass man nicht von vornherein abweisend ist, denn wir können Internet und Social Media nicht mehr abweisen. Es ist da, daher müssen wir damit lernen, damit umzugehen und auch souverän umgehen zu können. Wir müssen wissen, dass es Falschmeldungen gibt. Wir müssen wissen, dass die Gatekeeper-Funktion von Medien sich verlagert hat, nämlich auf uns selbst als Konsumierende, sodass wir selbst die Gatekeeper sein müssen, also prüfen müssen, ob ein Inhalt stimmt und natürlich, wie die ganzen Instrumente aussehen, die wir dafür nutzen können. Und dementsprechend finde ich es schon sehr gut, wenn dieser Bereich in Schulen noch abgedeckt wird, denn es gibt Möglichkeiten, das in den Unterricht zu integrieren. Natürlich, das ist gar kein Problem. Und es gibt auch sehr viele spannende Sachen, die man machen kann, gerade in dem Bereich, wo man auch wirklich teils spielerisch oder auch mit sehr viel Spaß die Inhalte vermitteln kann. Also ich stimme dir vollkommen zu, natürlich. Ich denke nur manchmal daran, dass es im Endeffekt natürlich auch Unterschiede machen wird, ob man Medienkompetenz in, sagen wir mal, Ungarn, Polen, Österreich oder Frankreich in der Schule unterrichtet bekommt. Also dass natürlich solche Dinge manchmal auch in politischen Regierungen oder an so hängen und das immer noch mit dazu gedacht werden muss. Jetzt abschließend vielleicht eine übergeordnete Frage, was du von Maßnahmen hältst, die top-down eingeführt werden. Die EU versucht ja auch, also die Kommission versucht ja auch, Gesetze zu erlassen oder Empfehlungen auszugeben zum Thema, wie man mit digitalen Plattformen auch umgeht oder versucht, diese auch zu ermuntern, mehr zu ermuntern, ist wirklich das richtige Wort, weil es sind ja dann keine Verpflichtungen, dass diese mehr Verantwortung übernehmen, auch als Herausgeber und mehr auch Kontrolle ausüben auf ihre User oder auf Hetze und darauf ein Auge legen. Und die sind natürlich bereit, das zu tun. Aber inwiefern, denkst du, macht das Sinn oder inwiefern könnten solche Top-Down-Maßnahmen wirklich dann funktionieren? Gesetze sind ja leider letztendlich immer das letzte Mittel überhaupt, um etwas durchzusetzen. Also in unseren Augen wäre es vielleicht schöner oder besser, wenn die Betreiber der Plattform selber merken, wenn Missstände irgendwo aufgetaucht sind, sodass sie selber darauf eingehen können. Das ist natürlich immer problematisch. Diese freiwilligen Selbstverpflichtungen funktionieren natürlich nicht immer, weil es letztendlich auch um Geld geht. Plattformen wie Facebook haben ja natürlich ein berechtigtes Interesse, Geld zu verdienen. Das steht völlig außer Frage. Das wissen wir alle als Nutzer. Dementsprechend ist es in unseren Augen natürlich wichtig, dass man zusammen Lösungen erarbeitet. Natürlich sollen sich Plattformen in den Ländern, wo sie auftauchen, natürlich auch an die geltenden Gesetze halten. Das ist ganz klar. Wenn es um Hassrede geht oder wenn es um Verfolgungen geht oder generell, wo die Rechte Dritter übertreten werden, dass dann halt diese Postings auch eingeschränkt werden. Ganz klar, zum Schutze anderer Personen. Und das muss halt durchgesetzt werden. Und das ist leider wirklich so, wenn es nicht anders funktioniert, dann nur über Gesetze notwendig. Aber ich sehe das wirklich als allerletzte Instanz. Vielleicht ganz abschließend noch, um das Thema möglicherweise etwas positiv zu besetzen. Gibt es denn Dinge, wo du oder wo ihr in eurer Arbeit auch sagt, okay, das ist überraschenderweise positive Tendenz, auch zum Beispiel im Bereich von Communities, wie sie sich untereinander verhalten? Natürlich ist nicht alles schlecht, sonst gäbe es uns nicht. Wir lieben ja Social Media, muss man ganz klar sagen. Mimikama ist entstanden von Nutzerinnen und Nutzern für Nutzerinnen und Nutzer. Und das ist ja wirklich das, was wir bis heute machen. Wir haben bemerkt, dass gerade diese sogenannte Awareness, also dass man weiß, dass Falschmeldungen da sind, wesentlich größer geworden ist. Gerade bei Jugendlichen, und das finde ich ist eine sehr tolle Entwicklung, die wirklich sehr natürlich damit umgehen, wenn sie auf eine Falschmeldung treffen, wissen sie letztendlich, dass das eine Falschmeldung ist und gehen damit leichter um als Menschen, die jetzt 40 und älter sind. Und da sind wir bei dem Punkt Bildung auch für ältere Menschen. Denn gerade diese Generation hat es nie gelernt, auf Falschmeldungen zu treffen. Man war immer daran gewohnt, dass Medien wirklich diese Gatekeeper-Funktion hatten. Sie hatten geprüft, ob etwas stimmt und das, was man konsumiert hat, hat auch gestimmt. Und jetzt sitzt man auf einmal auf Social Media, in Messengern, auf anderen Plattformen und wird konfrontiert mit Falschmeldungen und weiß nicht immer genau damit umzugehen. Ist das jetzt eine Falschmeldung? Ist das keine? Was mache ich da? Und dementsprechend wäre es wirklich auch wünschenswert, da Programme zu entwickeln. Es muss jetzt kein Frontalunterricht sein oder sonst irgendwas, sondern Unterhaltungsprogramme zu entwickeln, wo wirklich Menschen verschiedener Altersgruppen auch daran herangeführt werden, wie Falschmeldungen aussehen, wie man damit umgeht und auch damit wirklich einen natürlicheren Umgang
damit bildet. Wunderbar. Gut, ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch und gerne. Danke euch allen fürs Zuschauen und Zuhören. Dankeschön. Ciao. Tschüss.